Aus welchem Land kommt ihr? Wie ist Ihr Vorname? Ich heiße Nadja und ich komme aus Russland, wohne in Frankreich. Und du? Bitte, Barbara. Mein Vorname ist Barbara, ich komme aus Deutschland und wohne in Griechenland. Mein Vorname ist Utkan, ich komme aus der Türkei, ich wohne in der Türkei. Sehr gut. Ja, das ist alles, weil heute sprechen wir über Ferien und unser Thema ist mein Urlaub oder meine Ferien und wir werden sogar spielen und auch sprechen. Und Zakaria kommt aus Algerien. Wo wart ihr im letzten Urlaub? Und hier kann ich zum Beispiel schreiben, Teilnehmer schreiben jetzt, ich war im letzten Urlaub. Schreibt bitte unten nur das Land oder die Stadt. Antalya, in der Türkei. In Frankreich war jemand. Zakaria war in Frankreich. Das ist eine Ansichtskarte. Bergen oder Meer? Und wir schreiben, ich mag Bergen, ich mag Meer, weil oder. Und du, Barbara, was würdest du wählen? Ich mag beides, weil beides mit Natur zu tun hat und ich liebe die Natur. Ja, richtig. Manchmal ist es kompliziert zu wählen, oder? Okay, Andy sagt, ich wähle die Bergen. Am Strand ist zu langweilig. Ja, Zakaria mag das Meer, weil dort sich entspannen kann. Ja, sich entspannen. Und Mose meint, er oder sie mag die Berge, weil dort kein Lärm gibt. Ist interessant, ja? Gut, danke. Wir gehen weiter. Es gibt viele Bilder. Nächstes Bild, Schnee, also Skilaufen oder Fahrradfahren. Und du, Barbara, was würdest du wählen? Gerade, ich kann mich wieder nicht entscheiden. Ich würde im Winter Skifahren, im Winterurlaub und im Sommerurlaub Fahrrad. Ja, warum denn nicht? Und Sarah sagt, sie mag Fahrrad mehr fahren. Ist das richtig so? Ich mag mehr Fahrrad fahren. Sagt man so? Es wäre besser zu sagen, ich fahre lieber Rad. Richtig, lieber. Ist es besser? Ich fahre lieber Rad. Und Utkan meint, ich mag Schnee laufen und auch Fahrrad fahren. Zakaria meint, ich mag lieber Fahrrad fahren, weil ich in den Schnee überhaupt nicht. Wenn oder was würdest du mitnehmen auf eine Reise auf einer Insel? Utkan nimmt nur ein Buch und mit diesem Buch will er auf einer Insel sein. Und Zakaria nimmt nur seine Freundin. Und in diesem Lied geht es, dass ich auf dieser Insel meine Geliebte nehme. Du, ich habe eine Idee. Weißt du was? Wir schließen jetzt einfach unsere Augen und stellen uns vor, wir sind auf einer ganz, ganz tollen tropischen Insel. Insel? Ja. Mann, das klingt gut. Wir schreiben jetzt zusammen. Ja. Allein auf einer Insel sein. Ich möchte mit dir allein auf einer Insel sein. Wir haben jetzt noch 2 Minuten, um mit euch zu sprechen und erzählen, diese 2 Minuten, was wir machen. Und ich erkläre oder erzähle, dass wir unser Deutschunterricht online anbieten ab 13. September. Und ich freue mich, begrüßen zu dürfen Utkan und Sarah. Die sind unsere Schüler jetzt. Die werden in der Gruppe mit Barbara und auch mit mir am Montag und Donnerstag am Abend Deutschunterricht haben. Unser Unterricht jetzt kam zum Schluss leider. Wir haben sehr gut gesungen, wir haben sogar gespielt und ich bedanke mich herzlich. Vielen Dank Mosen, vielen Dank Zakaria, vielen Dank liebe Barbara und Andy.